Guten Morgen. Essen war für mich lange Zeit in meinem Leben viel Kompensation. Kompensation von nicht ausgelebten Gefühlen, Kompensation von Alltagsproblemen, Kompensation von einem Lebensstil, der nicht meiner Intuition entsprach. Und immer mit der Flucht und mit der Aussage, ja, es muss doch auch Spaß machen zu essen und es muss doch. Essen ist auch Genuss, ich habe da ein Recht auf Genuss. Und ja, und jetzt in der Challenge, wo ich halt von möglichst wenig Geld wie möglich leben möchte im Monat, insgeheim hat sich jetzt der Wunsch da formiert, so unter 50 € rohköstlich zu leben. Da habe ich gemerkt, dass wenn man wirklich Hunger hat und dann isst, dass das befriedigend ist. Und dass man dann auch nicht abwägt und sagt, oh, jetzt habe ich gestern Haferflocken gegessen, jetzt will ich heute nicht wieder Haferflocken essen. Sondern man ist einfach dankbar dafür, dass man Haferflocken essen kann, dass man seinen Nährstoffbedarf mit einem rohköstlichen, mit einer rohköstlichen Mahlzeit, ja, decken kann. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Mir begegnen solche Aussagen in meinem Bekanntenkreis und auch online. Also ich könnte das nicht, das wäre mir viel zu langweilig. Ja, nur Haferflocken. Das bin ich dann irgendwann über. Wenn man die Möglichkeit hat, das irgendwann über zu haben, weil man ausweichen kann auf andere Dinge, dann habe ich das sicherlich auch irgendwann über. Na? Aber wenn du nicht so viel Geld hast, aber trotzdem dir etwas in einer guten Qualität kaufen kannst und wo du davon überzeugt bist, dass das deinem Körper gut tut und du hast Hunger und du kannst das essen, dann bist du so dankbar dafür. Es gibt viele, gerade im asiatischen, im ländlichen Raum, die essen jeden Tag Reis. Weil die auch einfach keine andere Möglichkeit haben, weil das meist selber Reisbauern sind und das natürlich dann eben nicht bezahlen müssen und alles andere würde viel Geld kosten. Und die machen sich da keine Gedanken drüber und sagen, ja, ich würde heute gerne was anderes essen, sondern die essen einfach den Reis. Und das ist so wichtig für mich, diese Erfahrung. Und ich bin da auch wieder ein Stück gereift. Mit dieser Erfahrung, dass man eben sich freut, überhaupt etwas essen zu können, dann noch in Rohkostqualität, etwas, was deinem Körper gut tut, und dass man dann überhaupt nicht die Frage stellt nach Genuss. Oder dass viele Rohköstler machen das ja auch so, dass sie sagen, ja, ich genieße das trotzdem ja, versuchen dann halt das irgendwie zu rechtfertigen für diese Genussgesellschaft. Weil das ja, wenn man Essen nicht als Genuss bezeichnet, also das, was man isst, nicht das Essen an sich, das ist natürlich, glaube ich, für jedermann nachvollziehbar, wenn man Hunger hat und was essen kann, dass das ein Genuss ist. Aber das Essen an sich, wenn das halt nicht tausende Gewürze hat und ja, ganz, ganz verschiedene fancy Zutaten, dass dann die Gesellschaft sagt, das ist doch langweilig. Und dass man sich dann rechtfertigt und sagt, nee, dann kann man ja das und das noch machen bei der Rohkost. Aber ich glaube, das fühlt sich gesund an. Das fühlt sich gut an. Das sind wir bei der Intuition. Zu essen, wenn man Hunger hat, und an das Essen nicht den Anspruch zu stellen, dass es der Genuss sein muss. Ich glaube, der Wunsch nach Genuss ist ein tatsächliches Problem. Wir denken, das ist irgendwie unser gutes Recht zu genießen und wir denken, das ist gut zu genießen. Da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, möchte ich glücklich sein oder möchte ich zufrieden sein? Wer glücklich ist, wer dieses ekstatische Gefühl des Glücks sein eigen nennen möchte, der wird auch immer wieder dem Gefühl der Trauer und der Depression ausgesetzt sein. Weil man kann nicht ständig glücklich sein. Wer aber danach strebt, zufrieden zu sein, der kann das sehr wohl. Das ist ein ruhiges Gefühl. Das ist ein Gefühl,
Ja, der Akzeptanz. Und wenn man nach Genuss strebt, Genuss ist etwas Ekstatisches, dann steht dem auch wieder was entgegen. Wenn man aber zufrieden ist, dass man seinen Hunger stillt, dass man seinen Hunger auf eine gesunde Art und Weise stillen kann, dann ist das ein guter Weg. Und dann ist es ein Weg, wo ich persönlich für mich sage, das möchte ich mir beibehalten. Auch wenn es mir finanziell, wenn ich irgendwann wieder mehr Geld verdienen sollte oder wenn es zu der Situation kommt, dass ich dann wieder ja auch viele Dinge kaufen kann, hoffe ich, dass ich diese Erkenntnis, die ich jetzt in der Zeit sammle, wo ich tatsächlich von sehr, sehr wenig Geld lebe, dass ich das nicht verliere. Mir fällt auch noch ein Argument ein, was auch immer kommt. Ich könnte das nicht. Das wäre ja mir zu langweilig. Wie kann denn die Nahrungsaufnahme langweilig sein? Wie kann denn das Erfüllen der Bedürfnisse langweilig sein? Da merkt man doch schon, dass da irgendwas nicht stimmt mit unserem Essverhalten. Wenn wir davon erwarten, dass dieses natürliche Bedürfnis, dass wir unseren Hunger stillen, dass das noch irgendwie ein Krönchen haben muss. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen darf. Ich wünsche noch einen schönen Tag.